Hey ho Leute und willkommen zurück in der wunderbare Welt von Elder Scrolls Online. Kann man jetzt eigentlich nicht sagen, wir sind in der düsteren, tödlichen Welt von Kalthafen gefangen. Wir sind eine Seelenberaubte, denn der liebe Wurmkult-Anführer Animako hat uns quasi an den diederischen Fürsten Molag Abal geopfert. Und wir wollen jetzt aus seinem Lande Kalthafen, was ja das Königreich von Molag Abal ist, wo er quasi Gott und Herrscher ist, aus diesem Land wollen wir jetzt quasi entfliehen. Und dazu müssen wir mit dem lieben Cadwell reden, der verrückte alte Narr, der anscheinend der einzige ist, der hier quasi das Hintertürchen kennt, wodurch wir die Zelle des Propheten erreichen können. Und der Prophet ist wiederum unsere einzige Hoffnung, hier irgendwie raufzukommen. Das bedeutet, unsere nächste Mission ist einfach mal mit dem lieben Cadwell zu sprechen, denn die liebe Lyris scheint ihn ja zu kennen. Apropos Lyris, wo ist die alte Schrulle? Und die uns nicht helfen? Wir schlagen uns zwar ziemlich gut alleine durch. Ich verliere kein einziges Leben bei der ganzen Stüßelei hier, aber egal. Ich sollte wirklich mal mit dem Hüterkram mehr kämpfen. Ich sehe das schon. Ich level zwar den Hüterkram sowieso, weil... Ach, da ist der Lyris. Nee, das ist was anderes. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich sagte, sei gegrüßt. Sagst du mir jetzt, sei gegrüßt? Hallo! Nettes Mädel spricht dich auf der Straße an. Der Fluss ist jetzt mal die imaginäre Straße. Und du sagst nichts. Du haust sie sogar. Nettes Mädel macht dich von der Seite an. Hi, halt dir schon was vor. Du nimmst einfach den Schlagstock und haust zu Klump. Du bist mir die Liebsten. So, dann gehen wir mal einfach mal weiter. Wo ist denn Cadwell? Da drüben ist der liebe Cadwell. Sitzt im Lagerfeuer. Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an und erdolchten sich mit ihren Bögen, sodann... Ihren Bögen? Oder mit ihren Degen? Ich hab grad nicht zugehört. Cadwell! Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ja, ich sag mal, Cadwell ist unserer Positivitätsbolzen. Der Typ ist ja einfach mal seit mindestens 3 Milliarden Jahren hier in dieser Welt gefangen, in der tödlichen Welt Kalthafen, und ist einfach mal immer noch gut drauf. Ist vielleicht verrückt, was man an seinem Kopfschluss, glaube ich, leicht schließen kann, aber ich mag Cadwell. Das ist ein positiver Mensch, der lässt sich von nichts unterkriegen. Der sagt einfach, ja, ich habe Bock auf diese Welt. Ich habe hier meinen Spaß. Ihr müsst Cadwell sein. Hi. Sir Cadwell. Ja, natürlich. Ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Oh, und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Herr Lyris war sogar nicht grüßen, die hat nicht mitgeholfen. Die ist nur im Ballast gerade. Wir versuchen, in die Zelle des Propheten zu gelangen. Die Tür ist verschlossen. Oh je. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Oh, schön. Klingt perfekt für Freitagnachts. Wo kann ich das buchen? Oh mein, Cadwell, du bist so ein geiler Mensch. Ich liebe einfach, das ist nicht wirklich Humor, was wir hier von Cadwell hören. Das ist einfach, ich kann es nicht beschreiben. Ich finde den einfach geil, den Dude. Ich weiß nicht wieso, es ist einfach so. Wie kommen wir da durch, wenn du die ganzen Freizeitaktivitäten damit einrechnest? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Ach, das kriegen wir hin. Wir sind da ganz bewandt in dieser Sache. Wo genau ist jetzt der Eingang, Cadwell? Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Ja, klar, wir werden deine besten Grüße auf jeden Fall ausrichten, mein lieber Cadwell. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Ach ja, nee, wir gehen noch nicht. Du kannst uns noch ein bisschen was von euch erzählen, mein lieber werter Herr Sir Cadwell. Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche alte Schnickschnack. Edler Ritter, epische Unterfangen, gerettete Maiden. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gebäse von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Du bist so positiv gestimmt, mein Lieber. Wie lange seid ihr schon hier? Das interessiert mich gerade wirklich. Oh, schon recht lange.
Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen sogar zu mir auf, denke ich. Ich finde die Wortwahl mit nicht wild geworden sind sehr passend. Wenn er gesagt hätte, nicht verrückt geworden sind, hätte ich ihm gar leicht widersprochen. Ah, egal. Woher kennt ihr denn die liebe Lyris? Ah, Lyris. Dieses Mädel ist so jenseits von Gut und Böse wie Sheogorats Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagt, sie müsste den Propheten retten, um uns allen ewige Qualen zu ersparen. Wie ein alter, blinder Mann das anstellen soll, ist mir dann aber doch zu hoch. Da kommt wieder die Parallele zu Twitter. Ich muss das jetzt erzählen, tut mir leid. Sheogorath ist zwar ein dädrischer Prinz, aber ich kenne auch eine Sheogorath von Twitter, die sie wirklich Sheogorath nennt. Also, ja, Sheo, wenn du das hier siehst. Hi, dich gegrüßt. Catwills hätte ich zu kennen. Ziemlich gut. Was wisst ihr denn über den Propheten, Sir Catwill? Ein kaiserlicher Edelmann. Anscheinend war er einst ein mächtiger Magier, doch die Jarrah haben es nicht gut mit ihm gemeint. Lyris meint, er würde den Weg zurück nach Tamriel kennen. Wenn es einen gäbe, dann hätte ich ihn auch wohl inzwischen gefunden. Soll das etwa heißen, ihr glaubt nicht, dass es einen Weg nach Hause gibt? Darüber habe ich bisher eigentlich noch nicht allzu viel nachgedacht. Aber nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Die Wahrheit ist, ich bin schon so lange hier, dass sich dieser Ort wie mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner Aufstand ab und zu ist eine angenehme Abwechslung. Richtet ja keinen echten Schaden an, was? Das hat gerade jemand zu einem Handel aufgefordert. Ja, das mache ich gleich. Aber, ja, okay, dann sehen wir von euch, Sir Catwill. Ja, das hatten wir schon. Okay, lebt wohl. Handel? Handel? Wo ist der Handel? Hallo? Er hält diesen Unterbau anscheinend für einen entzückenden Ort. Handelseinladung abgebrochen. Dann tut es mir wirklich leid, mein lieber Handelspartner. Wer wollte uns denn anhandeln? Kann ich das irgendwo noch abrufen? Ich will jetzt niemanden von der Kante stoßen, einfach so. Nee, Soziales wird nicht angezeigt. Warst du das? Wenn das noch jemand anhandelt, will gerne anhandeln. Also man kann hier wirklich Handel treiben mit Leuten. Kann ich das einfach mal so zeigen? Ich kann hier anschreiben, finanziell zum Handel fahren. Ich fordere die einfach mal zum Handel auf. Um euch einfach das zu zeigen. Die wird zwar noch nichts haben, aber wir schenken die einfach mal. Einfach so. Hallo. Kannst du bitte Handel? Die redet gerade wahrscheinlich mit Catwill, ne? Die reden alle hier mit Catwill. Ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Da hat die halt Pech gehabt. Ja, abgebrochen, siehst du mal. Dann hast du leider Pech gehabt, es tut mir leid. So, wir müssen dem Wasserlauf folgen. Wo ist denn der Wasserlauf? Da vorne. Wenn wir jemanden auf der Straße finden, werden wir den anhandeln. Der nächste, der uns hier über den Weg läuft, der hat Glück und der bekommt was geschenkt. Wo ist denn der Wasserlauf? Der Wasserlauf ist hier hin. Das bedeutet, wir müssen in die Richtung. Der nächste, der uns nicht in einem Gespräch befindet, über den Weg läuft, der hat Glück und kriegt etwas von uns geschenkt. Die sind alle im Gespräch, selbst schuld. Mal gucken, wer Glück hat. Ne, ich mach das jetzt wirklich. Der nächste kriegt was geschenkt. Ich habe ja ein bisschen mehr in den Inventaren wie die ganzen Leute, die das hier gerade Startquest spielen. Deswegen. Hi Berli. Deswegen ist das ja auch ganz geil. So, das sind die Seelenberaubten, die wild geworden sind, wie Catwell gesagt hat. Also wild sehen sie gar nicht aus, aber sie sind einfach nicht mehr ganz Schlammkopf. Lyris, das geht so nicht. Je eher ihr diese Tür aufbekommt, desto früher können wir von hier verschwinden. Okay, dann öffnen wir das mal. Das ist natürlich easy. Ich sagte, das ist easy, hallo. Das ist auch easy, guck doch mal die Zeit an, die wir noch Zeit haben. Über eine Minute für ein einfaches Schloss? Ja, war eine Stadtquest damals. Ja, aber dann hätten sie durchaus noch ein bisschen balancen können. Da sind Spieler. Okay. Der könnte Glück haben. Hallo. Hey. Ich wollte dich gerade anhalten. Bleib doch stehen, verdammte Scheiße. Handel. Hier. Ich hab dich gerade zum Handel. Verarschen. Du willst nicht? Okay, ich helfe dir. Ich handle dich jetzt 10-mal an, wenn das sein muss. Du handelst mit mir, verdammt Scheiße. Handel jetzt mit mir, verdammt. Ich will das doch nur zeigen. Mann, niemand hier will mit mir handeln. Ich hätte dir ein geiles Geschenk gemacht.
Ich weiß noch nicht was. Ich weiß eigentlich, dass wir mit den Charakteren nicht wirklich was annehmbares im Inventar haben. Aber ich hätte ihr einfach was geschenkt. Aber nein, sie will es nicht annehmen. Dann eben nicht. Das ist der Teil, in dem ihr einfach verblutet. Ich finde Lyra sehr reizend. Es ist wohl angemerkt auch eine gute Partnerin für Freitag nachts. Oh Mann, das klingt so falsch. Was isst du da bitte? Ich glaube, das sind die wild geworden, die Catwoman meint. Fleischfliegenlarve. Nein. Ohne Scheiß, das ist ein Rezept, das kann man kochen. Kennt das irgendwas? Keine Ahnung. So, Skelettverwüster. Das habe ich nicht ganz verstanden. Sind das jetzt noch totere Seelenberaubte wie die anderen Toten hier? Oder sind das die Wachen? Diese Skelettschützen und Skelettverwüster und so weiter. Das habe ich noch nicht ganz so verstanden. Ich denke mal, Skelettkrieger. Ja, ich meine, wo sollten die sonst Wachen sein? Das scheinen die notdürftigen Wachen zu sein. Ich meine, warum sollten sie sonst Waffen und Rüstungen tragen? Olaf Bahl würde doch dagegen vorgehen. Der nächste. Nein. So, dann schenke ich vielleicht dem hier was. Anhand. Nimmst du meine Handelsanfrage an? Nein. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum sollte man nicht mit mir handeln? Also es ist mir ein Rätsel, ne? Ich meine, was haben die daran zu verlieren? Ich verstehe es nicht. Ja, können wir die ganzen Urnen hier plündern. Darauf verzichte ich einfach mal. Zelle des Propheten. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Das ist ein Solo-Verlies, ne? Nein, der Weg lang der Kerker. Das ist kein Solo-Verlies. Komisch. Der Käfig des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Nee, das sieht aus wie ein Bossraum, verdammte Scheiße. Da will ich nicht rein, das sieht aus wie ein Bossraum. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein. Jetzt zur schlechten Nachricht. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Tamriel zurückzubringen. Ich komme nicht mit euch. Lyris, erklär mir das jetzt. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Mhm. Gibt es da keinen anderen Weg, ohne dich zu verlieren, Lyris? Ich meine, du hast mir in keinem einzigen Kampf bis jetzt wirklich geholfen, aber... Nein, ich will nicht verlieren, Lyris! Glaubt mir, ich wünschte, den gäbe es, aber... Ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Bal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben. Okay, ich bin bereit, wenn ihr es seid, Lyris. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht, aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Okay, dann gehen wir es an, Lyris. Verteidigt, Lyris. Okay, wir spielen den Bodyguard, während sie hier ein äußerst stylisches Ritual durchführt. Ist das jetzt eigentlich ihr Ernst? Okay, hi. Wir bieten dem lieben Molag Bal hier eine frische kleine Lady zum Spaß haben an und kriegen dafür diesen alten faltigen Sack. Na gut, das ist ein Tausch, den ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Ich meine, ja, wir brauchen den Propheten. Der Prophet ist der alte Weiße, der alles über die Welt weiß und mega das Brain ist, aber why, der wird doch irgendwo ein Buch verfasst haben und können wir ihn einfach hier lassen und fertig, tschüss. Aber nein, wir wählen den Prophet. Freiheit, ich erinnere mich an das Gefühl. Aber es wird nicht lange andauern, wenn Molag Bal seinen Willen bekommt. Molag Bal und seinen Wille. Ach, den kennen wir zu gut, Herr Prophet. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Können wir sie denn irgendwie mitnehmen? Das ist eine Frage, die mir wirklich gerade stelle. Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelte. Entseelte? Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Eine Seelenlose, ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden.
Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Warum nannte die liebe Lyris euch den Propheten? So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt, wir müssen uns zum Anker sputen. Anker? Was? Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. Da seht ihr schon die Parallelen zu der Erzählung, die wir in der letzten Folge getätigt haben. So, in Ordnung. Dann bleibt dicht bei mir, mein blinder Freund. Die Stufen hinauf, schnell. Wir müssen zum Ankerplatz. Ist doch schön, dass du deinen Mund gerade nicht bewegt hast. Nein, wir gehen da jetzt nicht hoch, Herr Prophet. Nein, wir bleiben hier stehen. Ganz gechillt. Ja, Leute, wir werden hier die Folge beenden, denn, ja, in der letzten Folge haben sich manche von euch vielleicht gefreut. Ja, Rayo, mach mal wieder längere Folgen. Nein, ich mach keine längeren Folgen. Wir bleiben bei ca. 20 Minuten mit Endscreen. So, Leute, wir sind am Ende. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, wie ihr den jetzigen Verlauf der Geschichte findet. Es ist zwar 1:1 die Anfangsquest, die wir im alten Elder Scrolls hatten. Aber wir werden diese Anfangsquest natürlich so weit führen bis ins Endgame. Denn diese Quest ist am Anfang ein bisschen träge, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es sind ziemlich viele Quests. Diese Quest wird mindestens 30 Folgen lang gehen. Warne ich schon mal vor. Aber sie wird gegen Ende hin zu... Ich sag mal, im letzten Drittel ist es Spannung pur, diese Quest. Warum schnacke ich hier? Ihr werdet es selbst sehen, verdammt. So, Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Lasst eine kleine Bewertung und ein nettes Kommi da. Ciao, Leute.